Sie hob sich mit Mühe in die Luft empor. Einer ihrer Flügel war verletzt, sodass sie ihn kaum gebrauchen konnte, und außerdem konnte sie in der dunklen Nacht nichts im Walde sehen, sondern war so hilflos wie ein Blinder. Deswegen konnte sie dem Jungen in keiner Weise helfen, sondern strebte einer Öffnung im Laubdach zu und flog wieder nach dem See hinab. Reineke aber stürzte sich über den Jungen. »Kriege ich die eine nicht, so will ich den anderen haben«, sagte er, und man konnte es seiner Stimme anhören, wie wütend er war. »Das bilde dir ja nicht ein«, sagte der Junge, und war ganz mutig, weil er die Gans gerettet hatte. Er hielt sich noch immer am Fuchsschwanz fest und schwang sich daran auf die andere Seite hinüber, wenn der Fuchs ihn zu fangen suchte. Das war ein Tanz im Walde, sodass die Buchenblätter aufwirbelten. Reineke drehte sich unaufhörlich herum, aber der Schwanz drehte sich mit und der Junge hielt sich daran fest, sodass der Fuchs ihn nicht kriegen konnte. Der Junge war so froh über sein Glück, dass er anfangs nur lachte und sich über den Fuchs lustig machte, aber Reineke war beharrlich, wie es alte Jäger zu sein pflegen, und der Junge wurde allmählich bange, die Sache könne damit enden, dass ihn der Fuchs erwischte. Da gewahrte er eine kleine, junge Buche, die so dünn wie eine Gerte in die Luft geschossen war, um schnell in die freie Luft über dem Laubdach zu gelangen, das die alten Buchen über ihr aufgebaut hatten. Schnell ließ er den Fuchsschwanz los, kletterte in die Buche hinauf, und Reineke Fuchs war so eifrig, dass er noch eine ganze Weile hinter dem Schwanz her weiter tanzte. »Jetzt brauchst du dir nicht die Mühe zu machen und noch länger zu tanzen«, sagte der Junge. Aber der Fuchs konnte dem Schimpf nicht ertragen, dass er so einen kleinen Knirps nicht zu bewältigen vermochte, und er legte sich unter den Baum und hielt Wache. Der Junge fühlte sich gar nicht behaglich, wie er dort rittlings über einen dünnen Zweig saß. Die kleine Buche reichte noch bis an das hohe Laubdach hinan. Er konnte nicht auf einen anderen Baum hinübergelangen und er wagte nicht, von dem Baum hinunterzuspringen. Es fror ihn, sodass er ganz steif wurde und nahe daran war, den Zweig loszulassen, und er war so schrecklich müde, aber er wagte nicht, sich hineinzusetzen, aus Furcht herunterzufallen. Es war gar nicht auszudenken, wie unheimlich es war, so zu nächtlicher Zeit draußen im Walde zu sitzen. Er hatte bisher nie gewusst, was es heißt, dass es Nacht war. Es war, als sei die ganze Welt versteinert und könne nie wieder Leben gewinnen. Und dann fing es an zu tagen und der Junge freute sich, denn jetzt sah alles wieder so aus wie sonst. Nur fand er, dass die Kälte noch schneidender wurde, als sie in der Nacht gewesen war. Als die Sonne endlich aufging, war sie nicht gelb, sondern rot. Der Junge fand sie sehr böse aus und er grübelte nach, worüber sie wohl böse sein könnte. Vielleicht darüber, dass die Nacht so kalt und dunkel auf der Erde gemacht hätte, während die Sonne fort war. Die Sonnenstrahlen kamen in großen Bündeln herbeigeeilt, um zu sehen, was die Nacht Schlimmes angerichtet hatte. Und es sah so aus, als wenn alle Dinge erröteten, wie wenn sie ein schlechtes Gewissen hätten. Die Wolken am Himmel, die seidenglatten Buchenstämme, die kleinen ineinander geflochtenen Zweige des Laubdaches, der Reif, der das Buchenlaub am Waldboden bedeckte, alles erglühte und errötete. Aber es kamen immer mehr Strahlenbündel durch die Luft hergeeilt, und dabei war alles Unheimliche in der Natur in der Luft getrieben. Die Versteinerung war geschwunden und es kam so erstaunlich viel Lebendes zum Vorschein. Der Schwarzpecht mit dem roten Nacken begann mit dem Schnabel gegen einen Baumstamm zu picken. Das Eichhörnchen hüpfte mit einer Nuss aus einem Nest heraus, setzte sich auf einen Zweig und machte sich daran, die Nuss zu knacken. Der Star kam mit einer Wurzelfaser geflogen und im Wipfel des Baumes sang der Buchfink. Da begriff der Junge, dass die Sonne zu diesen kleinen Geschöpfen gesagt hatte, jetzt könnt ihr erwachen und aus euren Nestern herauskommen. Jetzt bin ich hier, jetzt braucht ihr vor nichts bange zu sein. Vom See her konnte man die Schreie der wilden Gänse hören, während sie sich zum Fluge anschickten. Gleich darauf kamen alle 14 Gänse über den Wald geflogen. Der Junge versuchte, sie zu rufen, aber sie flogen zu hoch oben, dass seine Stimme sie nicht erreichen konnte. Sie glaubten wohl, dass der Fuchs ihn schon längst aufgefressen hatte. Sie fanden es nicht einmal die Mühe wert, nach ihm zu suchen. Der Junge war nahe dran, daran vor Angst zu weinen, aber nun stand die Sonne goldgelb und munter am Himmel und flößte der ganzen Welt Mut ein. »Du brauchst nicht bange zu sein oder dich über etwas zu sorgen, Nils Holgersson, solange ich hier bin«, sagte die Sonne.
Im Walde blieb alles so, wie es war. Ungefähr so lange, wie eine Gans braucht, um Frühstück zu essen. Aber gerade als der Morgen im Begriff war, ins Vormittag überzugehen, kam eine einsame wilde Gans unter das dichte Laubdach geflogen. Sie tastete sich zwischen den Stämmen und Zweigen hindurch und flog ganz langsam. Sobald Reineke Fuchs sie sah, verließ er seinen Platz unter der kleinen Buche und schlich auf sie zu. Die wilde Gans flüchtete nicht vor dem Fuchs, sondern flog ganz dicht an ihm vorüber. Reineke sprang hoch in die Höhe nach ihr, konnte sie jedoch nicht packen und die Gans flog weiter dem See zu. Es währte nicht lange, da kam eine neue wilde Gans geflogen. Sie kam denselben Weg wie die erste und flog noch niedriger und langsamer. Auch sie flog dicht an Reineke Fuchs vorbei. Und er sprang so hoch nach ihr, dass seine Ohren ihre Füße berührten, aber sie kam doch unbeschädigt und setzte ihren Weg stumm wie ein Schatten nach dem See fort. Es verging eine kleine Weile, da kam wieder eine wilde Gans. Sie flog noch niedriger und langsamer. Es schien, als wäre es ihr noch schwerer, den Weg zwischen den Buchenstämmen zu finden. Reineke machte einen mächtigen Sprung und es fehlte nur eines Haaresbreite, dass er sie gefasst hätte. Aber auch diese Gans entkam. Gleich nachdem sie verschwunden war, kam eine vierte wilde Gans. Obgleich sie langsam und so schlecht flog, dass Reineke meinte, er könne sie ohne Mühe fangen, war er jetzt bange, dass ihm ein Unfall zustößen könne und er wollte sie unangehört wegfliegen lassen. Aber sie flog denselben Weg wie die andere und als sie gerade über Reineke angelangt war, schwebte sie so tief herab, dass er sich verleiten ließ, nach ihr in die Höhe zu springen. Er gelangte so hoch, dass er sie mit der Pfote berührte, aber sie warf sich schnell auf die Seite und rettete ihr Leben. Ehe Reineke noch Atem geschöpft hatte, kamen drei Gänse in einer Reihe. Sie kamen genauso geflogen wie die anderen und Reineke sprang nach ihnen allen hoch in die Höhe, aber es gelang ihm nicht, eine von ihnen zu fangen. Dann kamen fünf Gänse, aber sie flogen besser als die vorherigen. Und obwohl sie auch so aussahen, als wollten sie Reineke verlocken zu springen, widerstand er der Versuchung. Ziemlich lange darauf kam eine einsame Gans. Das war die 13. Die war so alt und ganz grau und hatte nicht einen einzigen braunen Strich in ihrem Körper. Es sah so aus, als könnte sie den einen Flügel nicht recht gebrauchen. Sie flog so jämmerlich und schief, dass sie fast die Erde berührte. Reineke begnügte sich nicht damit, hoch nach ihr in die Luft zu springen. Er verfolgte sie in schnellem Lauf bis an den See hinab. Auch diesmal wurde seine Anstrengung nicht belohnt. Die 14. Gans kam und sah sehr hübsch aus. Sie war weiß und schimmerte wie eine Lichtung in einem dunklen Walde, wenn sie ihre großen Flügel schwang. Als Reinecke dies sah, bot er alle Kräfte auf und hüpfte halbwegs bis an das Laubdach hinauf. Aber die weiße Gans flog ganz unbeschädigt davon, genauso wie die anderen. Nun wurde es eine Weile still unter den Buchen. Es schien, als sei der ganze Schwarm wilder Gänse verflogen. Plötzlich fiel Reineke seinen Gefangener ein und er sah zu der Buche hinauf. Wie zu erwarten, war der Knirps verschwunden. Reineke blieb nicht viel Zeit, an ihn zu denken, denn nun kam die erste Gans vom See zurück und flog so langsam wie vorher unter dem Laubdach dahin. Trotz all seines Missgeschicks freute sich Reineke, dass sie zurückkamen, und er stürzte mit einem hohen Sprung auf sie zu. Aber er war zu hastig gewesen und hatte sich keine Zeit gelassen, den Sprung zu berechnen, so dass er nebenbei sprang. Auf die Gans folgte eine zweite und eine dritte und eine vierte und eine fünfte, bis die Reihe wieder herum war und mit der alten eisgrauen Gans und der großen weißen endete. Sie flogen alle langsamer niedrig. Gerade als sie über Reineke Fuchs dahin schwebten, ließen sie sich herab, als wollten sie ihn auffordern, sie zu fangen. Und Reineke verfolgte sie und machte Sprünge, die ein paar Klafter hoch waren, ohne jedoch auch nur eine einzige von ihnen fangen zu können. Das war der schlimmste Tag, den Reineke Fuchs jemals erlebt hatte. Die wilden Gänse flogen unaufhörlich über seinem Kopf, kamen und verschwanden. Große, schöne Gänse, die sich auf den deutschen Feldern und Heiden dick gefressen hatten, flogen den ganzen Tag im Walde herum. So in seiner Nähe, dass er sie viele Male berührte und es gelang ihm nicht, seinen Hunger an einer einzigen von ihnen zu stillen. Der Winter war kaum vorüber und Reinecke entsann sich langer Tage und Nächte, wo er sich müßig herumgetrieben hatte, ohne dass ihm ein Stück Wild in den Wurf gekommen wäre. Denn die Zugvögel waren fort, die Mäuse versteckten sich unter der gefrorenen Erdrinde und die Hühner waren eingeschlossen. Aber all der
der Hunger und des ganzen Winters war nicht so hart gewesen wie die Enttäuschung dieses Tages. Reinecke war kein junger Fuchs mehr. Er hatte gar manches Mal die Hunde hinter sich drein gehabt und die Kugeln um seine Ohren pfeifen hören. Er hatte tief in seinem Bau verborgen gelegen, während die Dachshunde in den Gängen herumkrochen und kurz davor waren, ihn zu finden. Aber all die Angst, die Reinecke bei der heißesten Jagd ausgestanden hatte, war nichts im Vergleich zu der, die er jedes Mal empfand, wenn es ihm nicht gelang, eine der wilden Gänse zu erwischen. Am Morgen, als das Spiel begann, war Reinecke so fein gewesen, dass die Gänse staunten, als sie ihn sahen. Reinecke liebte die Pracht und sein Pelz war leuchtend rot, die Brust weiß, die Schnauze schwarz und der Schwanz wallend wie ein Federbusch. Aber als es an einem dieser Tage am Abend wurde, ging Reineckes Pelz ins Zotteln herunter, er war in Schweiß gebadet, seine Augen waren glanzlos, die Zunge hing ihm lang aus dem keuchenden Rachen und aus dem Munde floss Schaum. Am Nachmittag war Reinecke so müde, dass er ganz von Sinn und Verstand war. Er sah nichts weiter vor seinen Augen als fliegende Gänse. Er sprang nach Sonnenflecken, die er am Erdboden sah, und nach einem armseligen Schmetterling, der zu früh aus der Puppe gekrochen war. Die wilden Gänse flogen und flogen unermüdlich. Sie peinigten Reinecke den ganzen Tag. Es bewegte sie nicht zum Mitleid, dass er vernichtet, erregt, wahnsinnig war. Sie fuhren unerbittlich fort, obwohl sie recht gut verstanden, dass er sie kaum sah, dass er nach ihrem Schatten sprang. Erst als Reinecke Fuchs, ganz kraftlos und matt auf einem Haufen welker Blätter umsank, kurz davor den Atem aufzugeben, hielten sie inne, ihr Spiel mit ihm zu treiben. Jetzt weißt du, Fuchs, wie es dem geht, der es wagt, sich mit Acker von Kebnekaise einzulassen, riefen sie ihm dann ins Ohr und damit ließen sie ihn in Ruhe. Im Bauernhofe, Donnerstag, den 24. März. Gerade in jenen Tagen trug sich in Schonen eine Begebenheit zu, die sehr viel beredet wurde, ja sogar in die Zeitung kam. Von vielen wurde sie freilich für Erdichtung gehalten, weil sie nicht imstande waren, sie zu erklären. In einem Nussholz am Ufer des Bombsees war nämlich ein Eichhörnchenweibchen gefangen und nach einem Bauernhof in der Nähe gebracht. Alle im Bauernhofe, jung wie alt, freuten sich über das schöne kleine Tier mit dem großen Schwanz, den klugen neugierigen Augen und den niedlichen kleinen Beinchen. Sie dachten, sie wollten sich den ganzen Sommer an seinen flinken Bewegungen, seiner drolligen Art Nüsse zu knacken und seinen munteren Spielen ergötzen. Sie setzten sofort einen alten Eichhörnchenkäfig in Ordnung. Der bestand aus einem kleinen, grün angemalten Haus und einem Stahldrahtrad. Das kleine Haus, das sowohl eine Tür als auch Fenster hatte, sollte das Eichhörnchen als Ess- und Schlafzimmer haben. Deswegen machten sie ein Bett aus welkem Laub für das Tierchen zurecht und setzten eine Schale mit Milch und einige Nüsse da hinein. Aber das Stahldrahtrad sollte es als Spielstube haben, in der es laufen und klettern und die es herumdrehen konnte. Die Leute meinten, dass sie es sehr schön für das Eichhörnchen eingerichtet hatten und wunderten sich, dass es nicht gedeihen wollte. Es saß im Gegenteil niedergeschlagen und unwirsch in einer Ecke seiner Stube und von Zeit zu Zeit stieß es einen lauten Klageschrei aus. Es rührte das Essen nicht an und drehte das Rad nicht ein einziges Mal herum. Es ist gewiss bange, sagten die Leute auf dem Bauernhof. Morgen, wenn es sich erst heimischer fühlt, wird es schon essen und spielen. Nun traf es sich so, dass die Frauen im Bauernhofe Anstalten zu einem Festschmaus trafen. Und gerade an dem Tag, als das Eichhörnchen gefangen wurde, fand das große Backen statt. Und entweder hatten sie Unglück mit dem Teig gehabt, sodass er nicht aufgehen wollte, oder auch sie waren langsam bei der Arbeit gewesen, denn sie waren noch lange nach Hereinbruch der Dunkelheit damit beschäftigt. Es herrschte natürlich große Eifer und Geschäftigkeit in der Küche und niemand ließ sich Zeit, daran zu denken, wie es dem Eichhörnchen ergehen mochte. In dem Haus war aber eine alte Frau, die war zu alt, um noch an dem Backen teilzunehmen. Das begriff sie selbst sehr wohl, aber sie mochte doch nicht gerne so außerhalb des Ganzen stehen. Sie war betrübt und deswegen ging sie nicht zu Bett, sondern setzte sich an das Fenster in der Stube und sah hinaus. In der Küche hatte sie der Hitze halber die Tür aufgemacht, sodass der klare Lichtschein auf den Hof hinausströmte. Es war ein Hofplatz mit Gebäuden nach allen Seiten und es wurde so hell dort, dass die alte Frau die Risse und Löcher im Kalkputz an der Mauer gegenüber erkennen konnte. Sie sah auch den Eichhörnchenkäfig, der gerade an der Stelle hing, auf die der Lichtschein am allerstärksten fiel. Und sie beobachtete, wie das Eichhörnchen die ganze Nacht aus seiner Stube in das Rad hinein, aus dem Rad wieder in die Stube sprang, ohne auch nur einen Augenblick zu ruhen. Sie fand, dass das Tier von einer wunderlichen Rastlosigkeit befallen sei. Aber sie glaubte natürlich, dass der grelle Lichtschein es wach halte.